Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei LKW-Fahrergesucht.com. Wie versprochen bei Britannia Express auf dem Hof, da wo die Leute sagen, die sind doch pleite. Und das ist die Gerüchteküche, die brodelt, und ich würde sagen, da räumen wir heute mal wieder auf. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Spaß mit diesem Video. Wenn ja, dann teilt das, liked das, lasst ein Abo da, und jeden Sonntag gibt's eine neue Folge. Ab geht's. Wir sind bei Britannia Express oder Nabos, die Nabos. Allerdings ist keiner da. Das ist der gute Türke ist da, bester Mann. Und der ist sonst Berlin umzugefahren, sag ich mal, Baustellenteile, und fährt jetzt international. Drei LKWs kommen um 12, darunter ist, glaube ich, auch der Scania und so weiter. Und die sind, wie gesagt, hier am Schrauben. Man kann besser immer in der Halle schrauben, als wenn man zur Werkstatt geht. Das ist viel zu teuer auf jeden Fall. Ein bisschen aufpassen müssen wir. Wir haben hier einen Polen. Nee, Deutscher. Deutscher? Ja. Bist du Deutscher? Ja. Deutschen Schäferhund. Bist du auch sowas gewohnt? Ja, ist in Ordnung. Ja. Schlimmer geht ja. Immer. Schlimmer geht immer. Ich bin aus Polen. Einen Türken gibt's auch noch. Ein Türke. Hi, peace. Ich verstehe ihn kaum. Das ist auch Deutscher. Ja, ich mich auch nicht. Das ist auch Deutscher. Aus Türke. Ja. Aus Türkei nur gekommen. Manchmal verstehe ich mich selber nicht. Das ist auf jeden Fall der härteste Fahrer, denn wer jeden Tag Plane auf und zu macht, und das wie viel bestimmt mal? Hier. Ja. Alter Schwede, ja. Steinhart. Steinhart. Und gucken wir mal ganz kurz da draußen. Der alte Hobel ist da. Mein altes Wohnzimmer. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Zack, zack. Mein altes Wohnzimmer. Lebt immer noch, fährt noch. Hatte einen Unfall gehabt, ist jemand reingefahren, aber alles wieder fertig gemacht. Und es gibt aber wieder Leute, die sagen, Britannia Express ist pleite. Das stimmt aber gar nicht. Das ist, die Leute erzählen viel, wenn der Tag lang ist, ne? Und hier zu Gast, auch mega geil, mega geil. Ja? Schon schick, ne? Müssen wir den Polen gleich mal fragen. Dafür haben wir ihn ja, ob er uns die Loba abbaut. Und die könnten wir besser an ein anderes Fahrzeug ranbauen. Ja, warum die Leute behaupten, dass Britannia Express pleite ist, das weiß ich nicht. Aber es wird, wie gesagt, viel geredet, und kann ich auch nicht verstehen, wie man so eine Gerüchte in die Welt setzen kann. Weil das ist einfach nicht fair und nicht nett, und auch was teilweise so erzählt wird. Also nicht immer alles glauben. Also der steht ja nicht auf Spaß hier, ne? Wir haben ja den Vorteil, wir haben ja wirklich internationale Fahrer. Ja. Wir sind gar nicht richtig scharf, obwohl wir schon scharf sind, ne? Und wie viele Sprachen kannst du? Drei. Drei? Fließend. Fließend. Ja. Das wären? Deutsch, ja. Türkisch, ja. Und Bayerisch. Und Bayerisch. Ja. Plattdeutsch? Noch nicht. Bin ich ja gut, da kann ich dir übersetzen zur Not. Ja. Wie hast du damals deinen Führerschein gekriegt? Weiß ich gar nicht. Bei Aldi oder bei Norma gab es die mal. Ja. Ja. Was hast du bezahlt für? Knapp 20 Euro. 20 Euro. Ja. Musstest du am Anfang aufpassen wegen der Druckfrische wahrscheinlich? Ja, war zwar nicht richtig scharf, aber ja. Mittlerweile kriegt man so irgendwo besser und günstiger. Also ihr seht, ihr gebt so viel Geld aus. Hier ist wichtige Nachricht, incoming mail. Auf jeden Fall, ich muss mal ein bisschen was arbeiten. Ja, die nächste Ladung kommt gerade schon. Kriegst du denn wenigstens wenig Gehalt, oder? Gehalt? Gehalt? Essensgutschein. Bei mir sagte man, hier gibt es die höchste Gehaltsstufe. Ja. Ehrenamt. Okay. Ne? Nee, ich bin eigentlich zufrieden. Ja. Ich bin zufrieden. Und die sagen ja, der Britannia Express ist ja pleite. Wer sagt das? Das sagen die Leute. Ja. Und deswegen sind wir sind hier nur aus Spaß, ne? Auf jeden Fall. Weil wir haben nichts Neues gefunden, und dann haben wir gedacht, wir bleiben einfach hier. Genau. Weil es hier so gemütlich ist. Ja. Ja, schau dich mal ein bisschen um, ob es die noch gibt. Ich guck mal, ob es die noch gibt. Ja, wir gucken mal hier. Also das ist jetzt hier zum Beispiel Ladung, ne? Die tut man hinten rein. Muss man zwangsläufig immer mitnehmen. Weil sonst kann man den Diesel nicht bezahlen. Oder man hat einen Schlauch mit. Dann kann man auch, das ist der einzige Nachteil beim LKW-Fahren, diese Ladung immer. Das ist ein Ärgernis. Und dann ist auch hier mit Kantenschoner und Gurte und dann nochmal Anti-Rutschmatten. Wir haben jetzt auch so Röntgenbrillen hier, ne? Dass man gucken kann, ob die Anti-Rutschmatten richtig perfekt sitzen. Bis nach vorne hin. Bis nach vorne hin, nicht nur hinten, wo die Polizei guckt, ne? Mhm. Und dann hier, das ist damit, wenn es eins kaputt ist, dann hat man das zweite noch. Und hier haben wir einen Palettenkasten. Ganz wichtig, im Palettenkasten immer Paletten rein, ne? Dass man immer, wenn man grillt, dass man Holz hat. Nicht, dass ihr da nachher, wenn du mal gutes Brennholz brauchst, musst du nach Lidl gehen. Da kriegt man wunderbare Paletten, die sind auch schon schön durchgetrocknet, auch schon mit Anmachholz dazwischen, ne? Also dafür ist das echt ideal. So, jetzt kommen wir hier vorne.
Moment. Hier, das ist AdBlue. Und hier vorne sieht man auf jeden Fall, dass LKW-Fahrer gar nicht so doof sein können, wie immer viele sagen. Denn der Lehrer steht an der Tafel und der ist ja sehr schlau. Und passt mal auf. Hier ist auch eine Tafel. Ne? Und da kann man dann unterwegs die Leute unterrichten. Und wer das dann nicht geschafft hat, irgendwie einen LKW-Führerschein zu kriegen, der kann immer noch zur Polizei gehen. Also die nehmen jeden. Ne? Da muss man nicht irgendwelche Voraussetzungen haben. Ich wollte noch mal ganz kurz zeigen, hier ist das Firmenfahrzeug für den Disponenten. Da fährt der Disponent mit. Und wenn er mal irgendwann mehr Aufträge rankriegt, dann winkt wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug. Ganz wichtig natürlich in so einer Firma ist der Stapler. Mit dem Stapler kann man umladen, da kann man Falschparker entfernen und so weiter. Also deswegen ist auf jeden Fall ein Stapler super wichtig. Und weil Britannia Express ja kein Geld mehr hat, haben wir hier diese Reifen. Die schneiden wir selber nach und malen dann auch hier diese Farbe rein, damit das dann aussieht wie neu. Damit da keiner hinterkommt, dass wir gar kein Geld mehr haben. Ne? Also ganz, ganz arme Schweine. Und wir gucken natürlich auch immer bei der Konkurrenz. Und habt ihr das schon mal gesehen? Ein Gabelstapler statt Palettenkasten. Du hast ja zwei Vorteile. Du musst nicht mehr Paletten mitnehmen im Palettenkasten. Und du bist unterwegs nochmal mobil. Wenn du Fahrzeit voll hast, kannst du schon mal zur nächsten Abladestelle hin und Paletten hinbringen. Das ist 100%. Das ist intelligent. Also ich kann auch irgendwann bei euch beruhigen, Britannia Express, ist er pleite? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt ja, er. Ja, wir sind alle zum Spaß hier. Alle zum Spaß, ehrenamtlich, weil es so viel richtig, Lust macht. Richtig. Der Rasen muss ja gemäht werden, weißt. Ja, das wollte ich gleich machen vielleicht. Nee, ich. Du schon wieder? Wir schlagen uns schon drauf. Oh Mann, das reicht mir echt langsam. Nee, ich habe keinen Bock mehr, ich geh woanders hin. Ich gehe zu LKW Walter. Ja, mach mal. Viel Spaß. Ja, tschüss, ne? Ciao. Und die Moral von der Geschichte, glaubt der Gerüchteküche nicht. Wie gesagt, das ist eine vernünftige Firma, da gab es auch noch nie irgendwelche Probleme und manche Menschen sind, glaube ich, neidisch, eifersüchtig, denken sich dann irgendwelche Geschichten aus, so zum Beispiel soll der Andreas Schubert auch pleite sein, was überhaupt gar nicht stimmt. Also, geht immer hin, macht euch selbst ein Bild, bevor ihr über andere Leute redet. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock auf meine Videos habt. Mein anderer Kanal Videocheck ist natürlich auch unten in der Box verlinkt. Und wer einen Job sucht, der sollte natürlich auf unsere Homepage gucken, lkwfahrergesucht.com. Bis dann, euer Paul.